Tornado Stream. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Tornado Stream. Heute mit Defense Grid aus dem Hause des Publishers Hidden Path aus dem Jahr 2008, genau. Ich habe mir mal vorgenommen, wir werden das ganze Let's Playen, aber nicht hier nur ein, zwei Level, sondern die ganze Chose. Mal sehen, wie weit wir kommen oder vielmehr, wie weit ich kommen werde. Also hier, wir fangen mal direkt an. Spielen, genau. Das Erwachen, The Awakening, genau, so heißt das Spiel, ja. Genau, Defense Grid, The Awakening. Gehen wir mal direkt dann auch zu Level 1. Also heute machen wir 1 und 2 in einen Rutsch rein. Ich gebe auch vorher schon zu, ich habe mich damit kurz beschäftigt. Eine Sache möchte ich aber vorweg sagen. Das Spiel hat an sich eine ganz schöne Atmosphäre. Und ich möchte das Ganze nur begleitend kommentieren. Also ich will das jetzt hier nicht die ganze Zeit voll spammen mit. Oh ja, jetzt kommt er von links und jetzt kommt er von rechts. Also immer nur begleitend mit vielleicht einfachen Informationen und Bemerkungen. Also, Neustart. Level 1. Bewegen Sie die Maus, um sich umzusehen. Das machen wir. Alles klar. Und gütiger, ist ein Weilchen her. Guten Morgen. Wo liegt denn das Problem? Ah, die Aliens sind zurück, ja? Nein. Tja, nun, wir wussten, dass der Tag kommen würde. Es ist soweit. Genau aus diesem Grund wurde ich vor 412.806 Tagen in diesen Computer geladen, um Sie zu unterstützen. Okay. Ich war einst selbst an Ihrer Stelle, wissen Sie. Ich habe so lange gewartet. Ein bisschen laut der Sound. Wird jetzt besser. So, was haben wir hier? Meine Güte, wie ich Himbeeren vermisse. Diese wunderbare Geschmacksexplosion. Schön. Verzeihung, im Lauf der Jahre haben sich wohl ein paar Spinnweben angesammelt. Ah. Eins nach dem anderen. Ich denke, ein wenig Übung kann uns beiden nicht schaden. So, an Orten, wo der Cursor grün aufblinkt, können wir die Türme platzieren. Denn dieses hier ist ein Tower Defense Strategiespiel. Das sagt, dass wir halt nur an diesen vorgesehenen Stellen... Es ist Zeit, ein paar Türme zu bauen. Ja. Das verbraucht zwar Ressourcen, aber dafür sind Ressourcen schließlich da, nicht wahr? Okay, wir können also hier mit der linken Maustaste einen Turm bauen. Ah, der kostet uns 100. Wie viele Ressourcen haben wir oben links? 200. Also wie gesagt, wir können nur an den vorgesehenen Stellen... Ich würde sagen, wir bauen hier auch gleich einfach ein. Den machen wir doch dahin direkt. So. Sie werden versuchen, die Kraftkerne zu stehlen. Wenn Ihnen das gelingt, werden Sie fliehen. Wenn Sie sie aber zerstören, bevor Sie das Gebiet verlassen, kann ich die Kerne zurückholen. Alles klar. Wenn mir die Kraftkerne ausgehen, schalte ich mich ab. Also heißt es, die Kraftkerne sind unsere Energie. Der Status Ihrer Kraftkerne wird in der linken oberen Ecke des Bildschirms angezeigt. Okay, da oben sind sie. 100%. Opfern wir einige Drohnen, um ihnen etwas beizubringen. Sehen Sie gut zu. Wem beibringen, was beibringen. Aber egal. Setzen wir doch gleich hier einen hin. Dann wollen wir mal wieder aufräumen. Ach, da kommt schon die Bande. Ja, Ihre Angriffe haben übrigens auch einen Vorteil. Je mehr Aliens Sie zerstören, desto mehr Ressourcen kann ich aus den Trümmern bergen. Alles klar. Oh, okay, die verfügbaren Ressourcen werden in der linken oberen Bildschirmecke angezeigt. Also da, wo auch die Kerne angezeigt werden, die gesamte Energie. Also alles ist oben links. Türme sind unverwundbar. Alles klar, das haben wir auch begriffen. Also sie können nicht zerstört werden von den Angreifern. Die fahren halt einfach stur ihre Linie, wollen die Energiekerne holen und dann wollen sie zurück in ihre Basis fahren. Aber das werden wir verhindern. So, ich habe natürlich vorher herausgefunden, auf F können wir das Ganze beschleunigen. Das machen wir auch, weil das sonst kann das ein bisschen mühsam werden, das Zuschauen. So, jetzt 100. Wir bauen hier gleich noch einen hin. Achtung, Sie haben einen Kern gestohlen. Ja. Außerdem haben wir ja auch bemerkt, dass das Spiel basiert auf Angriffswellen. Also hier in dem Fall jetzt gerade die dritte von dritte. Also 3 von 3. So, aber die schaffen wir. Hier sieht man auch schön, wie die Kerne hier liegen bleiben und hier zurückwandern. Dann lassen Sie uns mal sehen. Okay. Mein taktisches Aufklärungsnetz ist defekt. Das müssen wir ändern, nicht wahr? Ja.
werden wir. Oh, geschafft! So wie es aussieht. Wir können stolz sein, so eine glorreiche Musik zu hören. Perfekt, eine Freude, Ihnen zuzuhören. Ja, danke. Ihnen ist es auch eine Freude zuzuhören. Also, das war das erste Level und das zweite folgt zugleich. So, fortfahren. So, und gleich rein in Level 2. Oh, Story. Hier habe ich auch mal reingeschnuppert schon. Aber ist egal. Oh, wie sieht's denn hier aus? Wirklich gar nicht schlecht. Wir müssen jetzt das alte Kommunikationszentrum reaktivieren, um zu sehen, was uns erwartet. Wäre doch gelacht, wenn wir hier nicht aufräumen könnten. Ein kleiner Rat, falls Sie angreifen. Seien Sie gnadenlos. Genau wie Sie. Immer doch. Was besonders wichtig ist, lebenswichtig, Sie müssen, Wir werden den doch einfach mal einheizen, würde ich da sagen. Also hier nicht viel Schnacken, Kopf im Nacken. Also, was haben wir hier? 350 Ressourcen. Da würde ich sagen, was machen wir jetzt? Ach, wir haben hier ein Inferno. Was ist denn das? Inferno? Ey, bleib mal stehen hier. Sein Strahl fügt einem Bereich Feuerschaden zu. Ah. Macht aber hier an der Stelle keinen Sinn. Ah, da kann ich aber gleich was zu den Radien sagen. Also die Türme haben unterschiedliche Radien. Hier sieht man ja, passt der Inferno perfekt rein, weil er den Schaden perfekt hier abdeckt. Also die Schadenzone ist perfekt abgedeckt. Hab aber schon gerade gemerkt, auch dass hier der Geschützturm natürlich hier die Rundung perfekt abschirmt. Also kommt gleich der hier auch hin. Ein Inferno, ein Geschützturm. Und das schreit doch nach einem Inferno, oder? Nee, aber keine Kohle. Nee, dann nehme ich den hinteren. Ja, werden. Hier macht keinen Sinn. Also sie werden jetzt hier nicht nachher hier hinten drum rumlaufen. Ah, der Inferno-Turm. Aber das habe ich gerade schon erklärt. Ach, scheiß drauf. Geschützturm hier hin und gut ist. Jetzt sind wir auch pleite. Also wie viele Wellen müssen wir überleben? 6 Angriffswellen. Alles klar. Na kommt her. Los, bewegt euch. Erstmal was trinken. Zeigen wir es den Biestern. Zeigen wir es den Spuchtel, nee. Da kommst du schon an. Wenn ich jetzt mal noch an der Stelle sagen darf, also wenn ich überlege, es gibt insgesamt 15 Gegnertypen. Und wir sind hier gerade mal bei Level 2, also sind es hier noch die ollen Schergen, das Fußvolk. Oder wie kann man noch sagen? Wie kann man die denn noch beschimpfen und runter machen? Wie beim Schach halt die Bauern. Genau, Kanonenfutter. Ja, genau, Merk. Boah, das sieht aber auch irgendwie geil aus, wa? So, lass sie brennen, lass sie brennen. Ich weiß nicht mehr, was wollte ich doch? Kennt ihr so, wenn ihr so eine Deo-Flasche nimmt und mal ein Feuerzeug vorhält? So sieht das aus. Diese Schwierigkeitsstufe, das wird nicht so bleiben. Achso, wir dürfen ja nicht verpennen. Geschützturm. Dürfen wir hier nicht. Nehmen wir mal die äußeren Bereiche, weil das bietet sich gerade so an. So. Geschützturm. 2 Stück. Und hier in die Mitte nehme ich dann die Infernos rein. Würde ich sagen. Mann, was sind denn das hier für? Was ist das da? Ah, wenn man draufklickt, sieht man den Energiestatus und schon hat sie den hingerafft. Und hier den nicht. Der ist stark, den müssen wir im Auge behalten. Jetzt warte ich eigentlich nur auf die Kohle für so eine Inferno. 150, 79. Nein, macht schon Spaß. Ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Da lümmelt einer noch. Sind effektiver gegen bestimmte Aliens. So, das als hat er geschafft. Falls Ihnen das bisher entgangen war. Aber das schafft er noch bis zum Ziel. Die Positionierung immer noch zu laut. Ist auch nicht ganz unwichtig. So. Tut mir fürchterlich leid. Jetzt aber ein Inferno hier hin. Wie gesagt, wegen den Radios. Die Türme haben alle unterschiedliche Radien. Hört sich so geil an. Hier irgendwo müssen wir noch einen Geschützturm bauen können, oder? Aber hier. Ja, hier sieht man, der Inferno, der deckt nur einen ganz kleinen Bereich ab. Geschützturm.
Dann haben wir nämlich hier voll die Ladung. Genau. So. Das Spiel speichert an vorgegebenen Speicherpunkten automatisch. Okay, alles klar, danke. Ja, passt nämlich gut hier, alles schön abgedeckt. 3 von 6 Fällen. Ah, wenn wir ein Level vorzeitig verlassen, dann wird das auch gespeichert. Hab jetzt gerade nicht ganz gelesen, aber geht auch. So. Nächste Horde. Wieder den starken Maxen hier mal markieren. Der den harten markiert, den markieren wir mal. Na komm her. Der hat's auch schon hingerafft. Jetzt kommen hier in die Mitte Infernos. Er ist wirklich so, wenn man keine Kohle hat, ist man pleite, aber wir wollen auch noch keine Türme verkaufen. Man kann nämlich auch diese Türme hier dann verkaufen. Dann kriegt man einen Teil der Ressourcen zurück. Also quasi wie erstattet. Keine Zeit verlieren. Türme lassen sich recyceln. Wenn Sie es mir befehlen, kann ich einen Teil der Ressourcen zurückgeben. Habe ich schon was erklärt. Geschütztürme noch hier an die Stelle? Also man kann halt quasi dann in dem Spiel irgendwann dann auch, wenn es zu bremsig wird, nochmal schnell was abbauen und dann zum Beispiel hier einen stärkeren Turm positionieren, um nochmal eventuell auf die letzten Meter gleich mal die Aliens niederzuballern, damit sie halt nicht die Energiepunkte raustragen. Super. So, an dieser Stelle möchte ich auch noch... An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei Knotti bedanken, der mir den Key hat zukommen lassen. Wenn ihr zu sowas Fragen habt, zu solchen Tower-Defense-Strategiespielen, er ist auf dem Gebiet der absolute Experte. Er hat mir auch so ein bisschen über die Sachen hier so erklärt, was und so erzählt und dies und das und jenes. Also, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr den fragen. Jo, das wollte ich nur mal raushauen, mein Freund. So, hier sitze ich schon wieder beim Einladen. Schön ausrauben, die Bude. Nichts hier lassen. Wenn ihr könntet, würdet ihr wahrscheinlich karrenweise hier raustragen. Aber die schleppen auch nur das, was sie können. Die armen Aliens. So, jetzt schön verbrennen die Schweine. Jetzt haben wir hier wieder zu viel Quatsch. Gar nicht gemerkt, dass wir was bauen können, wa? Inferno. So, wieder ein bisschen Mut antrinken. So, und jetzt aber die letzte Angriffswelle. Habe ich noch was ich machen kann? Ja, komm. Na bitte. Gehen wir noch wir in Inferno? Haben nee, komm, Geschützturm. So, jetzt mal schauen. Geschützturm, Inferno, Geschützturm. Auf die äußeren Positionen Geschütztürme, weil sie einen größeren Radius haben. Und in die Mitte die Infernos. So, und jetzt halt einfach nur noch hoffen und beten. Machen wir jetzt auch auf die Vorspultaste. So, gucken, ob das so alles funktioniert. Ich korrigiere auch jetzt hier nichts, wir baden die Sache aus. Hingerafft. Auch noch hingeschafft. Komm, du letzter Gegner. Schaff ich. Na, meine ich doch, oder? Ah, da ist es ja. Jetzt sehen wir sie schon vor ihrer Ankunft. Und hier sieht man das schön. Wenn jetzt irgendeine Gegnerhorde, also eine Welle wieder das schaffen würde, die hier einzusammeln, würden die direkt hier gleich wieder in ihre Basis laufen. Besser geht das kaum. Hey, danke. Also, ich denke mal, dass hier ist alles noch Ringelpieps mit anfassen. Das wird noch ein bisschen schwieriger alles werden. So, jetzt möchte ich nochmal was sagen zu den, wie ich das machen werde. Also, ich werde jetzt mal gucken, wie Level 3 und 4 wird. Und je nachdem, wie lange so ein Video geht, werde ich dann entscheiden, ob ich vielleicht die Levels auch einzeln hochlade. Ansonsten war es das erstmal an der... Ansonsten war es das erstmal an dieser Stelle und ich würde mich jetzt gerne bei euch verabschieden. Macht's gut, bis dann. Ciao.